Mit der Bahn ging's über Chemnitz, Dresden nach Harrachov. Über Liberec, Reichenberg. Und Jablonec. Die Skiflugschanzen in Harrachov. Gott sei Dank traf ich die Familie Slavik am Abend, nachdem das bestellte Quartier leider vergeben war. Also Übernachtung im Jugendzimmer von Tom Slavik, Mitglied der Nationalmannschaft der Tschechei in der nordischen Kombination. Von Harrachov aus gab es bald Schnee und ich lief der tschechisch-polnischen Grenze entgegen zur Voseka-Baude. Hier oben wird nicht maschinell gespurt, keine Loipen. Langlaufen auf Loipen spielt sich dann in den Touristenzentren wie Spindlermühle ab. Das Tagesziel in Sicht. Am nächsten Tag geht's dann von der Voseka-Baude über die Elbphal-Baude, Petrova-Baude zur Spindler-Baude. Übernachtet habe ich dann in der Erlbach-Baude oben. Die Besichtigung der Elbequelle, die einen Umweg von 1 Kilometer bedurft hätte, habe ich mir erspart. Bei diesem Wetter zudem vollkommen verschneit. Gleich in der Nähe ist die Elbequelle. Willkommene Rast. Die Petersbaude geschlossen. Abends Ankunft bei der Spindlerbaude, Übernachtung in der Erlbachbaude nebenan.